Hallo, liebe Gartenfreunde, ich bin's wieder, die Gartenmoni. Und die Kerstin. Genau. Die Kerstin, die schneidet mir heute in Schnittlauch, weil ich nicht ganz so gut schneiden kann. Wird noch länger dauern, also ihr werdet auch noch öfters meinen Arm oder meine Hand so sehen. Ja, der Schnittlauch ist wunderbar gewachsen. Wir haben jetzt da vorhin ein Video gedreht, wie man den abschneidet, weil es gibt wirklich Leute, oder beziehungsweise es ist wirklich so, dass man auch falsch schneiden kann und dann wächst er nicht mehr richtig nach. Und das habe ich in dem anderen Video erklärt. Könnt ihr ja mal anschauen. Die Links sind alle dann unten, wenn noch was zum Nachlesen ist, das sage ich dann noch. So, den Schnittlauch habe ich gewaschen. Dann machen wir jetzt Folgendes. Wir suchen die ganzen Röhren mit Blüten raus. Weil die Röhren, wo Blüten dran sind, die sind ja hart und die mache ich ja nicht mehr essen. Also ich weiß nicht, ob ihr die esst, aber ich nicht. Also mir sind die zu hart. Und die Blüten kann man aber noch in Salat rein tun. Ne? Und die Kerstin, die macht sich nämlich heute Abend auch noch einen Salat. Und ich wollte mir vielleicht auch einen machen. Und dann gehen wir ein paar Blüten mit rein. Ne? Ja. Ja, ja. Aber theoretisch essen kann man die schon, oder? Essen kann man es, aber die sind hart. Die sind hart. Na, abschmecken. Die sind richtig hart, die sind auch, schau mal, wenn du innen reinschaust, die Röhre ist fast so ausgefüllt. Die ist gar nicht hohl, weil die anderen Röhren, wenn du schaust, schau. Ja, stimmt, die schauen anders aus. Ja, ja, also das ist nichts zum Essen. So, und das suchen wir jetzt mal alles raus. Das sind ja schon einige. Ja, und da machst du dann. Offene Blüten. Ach so, kannst ja, du auch, offene sind natürlich sehr schön, ne, für den Salat. Essen. Kann man aber beide essen, ja. Die ganz kleinen, die lässt man, die tun wir weg. Aber so da, ja, das. Da haben wir sie. Und doch einige. Und dann zupfe ich die jetzt einfach ab, ja? Ja, zupfe es einfach ab. Und das ist dann den Salat. Ne? Da fällt mir jetzt ein, als Kind habe ich da einen Blumenstrauß immer gemacht für meine Mama. Und da habe ich immer vom Schnittlauch solche Blüten mit rein, wenn da nicht dran waren. Sieht ja auch schön aus. Ja, ja. Ja. Fällt mir jetzt ein. Und von den Karotten habe ich immer die Blätter genommen als grün für den Blumenstrauß. Damals, ja, da hat es ja nichts anderes gegeben, oder so, also vom Garten. Ne? Also das hat richtig schön immer ausgeschaut. Ja. So, das Schneidbrett, Messer. Hier, machen wir es daher. Ich habe schon alles vorbereitet. So, und ich bereite in der Zwischenzeit mein Etikett vor, weil den Schnittlauch zum größten Teil, den gefrieren wir jetzt ein. Für den Salat haben wir noch genug, beziehungsweise nehmen wir da noch ein wenig was davon. Und, ja, oh. Ich muss das Messer schärfen. Siehst du das? Oder die Unterlage ist leicht krumm. Oh. Puh, weiß ich nicht. Bin ich wieder schuld. Ja, also ich mache dann wieder auf dem Glas. Ich friere übrigens meine Kräuter immer in Schraubgläser ein. Passiert überhaupt nichts. Fülle ich ein. Ich tue es nicht zu fest reindrücken. Ich fülle es erst locker ein und dann drücke ich vorsichtig drauf, dass er ein bisschen zusammengeht und dann kann ich noch auffüllen. Und wenn das gefroren ist und ich mache das auf, ich kann das mit dem Messer oder mit der Gabel schön rausholen, was ich brauche. Schraube wieder zu und wieder rein. Man darf nur nicht mit einem spitzen Messer in das Glas reinstechen. Das habe ich einmal gemacht und dann habe ich natürlich Scherben gehabt. Ja, ja, das war aber ein einziges Mal, ne? Weil gefrorenes Glas ist halt doch empfindlich. Ne? Mhm. Aber seitdem nichts mehr. Also ich nehme am liebsten diese Schraubgläser. Und dann natürlich kommt da mein Etikett drauf. So, ich schreibe dann da drauf Schnittlauch. Und das Datum wahrscheinlich, ne? Ja, das Datum nicht, aber ist ja, ne? 2020. Ja. Für letztes Jahr haben wir, ich glaube, noch ein halbes Glas drin. Ich habe auch noch was oben. Ja. Ja. Ich habe meinen ganzen Winter was, das ist echt praktisch. Ja, und vor allem, es schmeckt halt frisch. Man kann ja sagen, es schmeckt frisch, und weil wenn man getrocknetes hat, es schmeckt immer so ein bisschen Stroh. Grasig, sage ich immer, ja. Stroh, ja. Ja, Stroh, so nach Heu ein bisschen, ja. Finde ich immer, hat Heu halt und Gras. So Aroma, ne? Ja, das stimmt. So, meinen Aufkleber, und den klebe ich dann aufs Glas drauf. So, und so gefriere ich das ein und das hält auch dann im Gefrierschrank, das Etikett. Mache ich auch Marmelade, Gewürze, alles mache ich mit meinen Etiketten. Und man kann es immer schön wieder abziehen. Das ist das Schöne dran. So. Ja, ohne Rückstände. Einfach abziehen und ab in die Spülmaschine. Und
Ja, fürs nächste. Wunderbar. Ja, so, und ich habe da einen Trichter, das nehme ich für alles, ob das Marmelade ist oder Kräuterwürzer oder sonst was. Ins Glas, jawohl. Ja, ja, Freilich, man brauchst du für heute auch noch einen. Das sind diese Stängel, die ich nicht mehr. Wir sind nämlich jetzt da außen im Garten noch, weil es noch schön ist. Also mich friert es ja schon ganz leicht, darum habe ich eine Jacke angezogen. In der Sonne geht es noch, aber in der Sonne blendet immer alles so. So, ich bereite mich vor, ich will auch immer ein bisschen was machen. Ne? Zuschauen kann ich einfach nicht. Ich kann auch nicht. Das ist nicht meins. Ja, so, und dann schneidest du mal das alles fertig. Ne? So, jetzt ist er fertig. Ihr seht, das Glas ist relativ voll. Relativ voll. Ich drücke jetzt ganz leicht drauf. Also wie gesagt, ich mache das nicht fest, weil sonst wird es beim Rausholen ja ein Problem. Da muss man ja richtig kratzen und so. Das will ich ja nicht, ne? Wie ich am Glas. So, und jetzt tust du es noch rein. Und was du brauchst, das lässt auf dem Brett und nimmst das mit. So, und so friere ich das dann ein. Und das war's. Mir ist das lieber als diese Plastikbehälter da. Mache ich halt nicht so. Na, das passt noch. Das passt noch, ja. Mm, das riecht gut. Schnittlauch rieche ich auch gern. Du auch, ne? Schnittlauch, Petersilie. Mm. Ja, so. Seht ihr, das war alles. Schraubverschluss drauf. Und ab in den Kühlschrank. Das war's mit dem Schnittlauch. Thema Schnittlauch. Ja, Dankeschön fürs Schneiden. Ja, bitteschön. Darfst du ja auch essen. Genau, ne? Du kriegst aber auch was davon. Ja, okay, ein bisschen was, ja. Ein Löffel voll. Das war's für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, schaut, klickt mal oben rechts auf den Link. Ja, es oben wird Abend. Auf den Link. Genau. Genau, ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.